Moin Moin, willkommen zurück zu Iron Harvest. Wir hatten letztes Mal eine Niederlage erlitten, oder ich zumindest. Na, ich sag wir, Polani hat verloren. Und das Spiel hat zwar automatisch gespeichert, aber noch ein Stück weiter zurück. Das heißt, ich musste jetzt erstmal das Stück erspielen. Ich wollte euch nicht das Doppelte zeigen. Ich habe auch wieder die obere, die eine Eisenmine und Ölmine eingenommen. Und jetzt habe ich gerade vergessen, auf den Startbutton zu drücken. Also ich dachte, ich habe gedrückt. Ich habe so eine Tastenkombination quasi und habe jetzt gerade während des Angriffs gesehen, als ich nochmal rüber gucke zum Programm. Nee, Junge, du hast nicht aufgenommen. Darauf nochmal Schnellaufnahme-Button gedrückt und los geht's. Wir greifen nämlich das Hauptquartier an und sind schon mitten dabei. Flash Power! Ah, oh, das ist doch einer. Oh oh. Lech ist gleich weg. Alter, das ist ein Mega-Mac hier. Heil ihn! Nicht den Zug zerstören, nicht den Mech zerstören. Oh, zurück, wir müssen reparieren. Na, schon wieder. Nein, nicht abfahren. Kämpfen. Rennst du hin? Sie sagen, was sie brauchen, und wir bauen es. Wir bringen es wieder in Schuss. Anna! Böse Anna! Der Bär macht's, ne? Ach, oh, die MG-Leute. Ich hatte Feuergranadiere, sind gestorben mit ihrem Mörser. Ah, der Bär muss sich jetzt opfern. Ach, egal. Nicht den Bär! Bär, Anna, ruf ihn zurück! Boah! Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass dieser Panzer... der Panzer sei ich schon. Dass dieser große Mech, dass das so ein Brocken ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Mach die Kanone bereit. Wie kann ich helfen? Wenn man noch nicht alle Mech kennt, dann kann man die natürlich auch schlecht... Oh, können wir das Fahrzeug benutzen? Nö, abschießen, das will ich aber nicht. Brauch Deckung. Na, erstmal lasse ich die Leute heilen. Ich habe keine Infanterie mehr. Reparaturen abgeschlossen. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Du kannst den Zug nochmal reparieren. Das haben wir in 0, nichts repariert. Ich hoffe, da ist nichts mehr. Ja? Ach, Anna wird auch noch geheilt. Ich gehe mal mit Anna nach unten links. Vielleicht ist hier noch was. Wir hätten es auch ein Gebäude gehen können. Oh, das wäre natürlich clever gewesen. Dann mal los. Hier ist dein Gegner. MG. Oh, ist nicht verkehrt. Warte mal. Alles klar. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Genau. Haben wir den Zug? Leider, es ärgert mich so dermaßen, dass ich den Mörser nicht habe. Der Mörser, der war super in dieser Map. Weil wir dasselbe machen wie mit dem Zug, bloß wir haben dann zwei Schuss quasi. Ja, da gehe ich nicht durch. Da hier Bazooka und MG-Leute. Wir haben Zeit. Ich trinke hier meinen Kaffee und scheiße. Alter, ich habe meinen Kaffee weggeatmet, ne? Ist ein letzter Schluck drin. Naja, zwei Schlücke vielleicht noch. Scheiße. Schreibt ihr mal in den Kommentaren, würdet ihr mir übel nehmen, wenn ich jetzt einfach die Schlachtleiter laufen lasse und ich mir einen Kaffee mache? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich meine, da passiert nichts. Aber kein Kaffee mehr. Scheiße. Ich kann den Feind sehen. Zug.
Ah, komm mal ein bisschen zurück. Folgt einfach den Gleisen. EMG, Leute, nimmt mal die Eisenmine. Neue Befehle? Und, ja, ihr seid mein Backup irgendwie. Ist nicht allzu weit. Zug ist repariert. Los, die schießen auf uns. Was? Oh, da. Feuer. Wir haben den Zug, scheiße. Sie sagen, was sie brauchen, und wir bauen es. Wir bringen es wieder in Schuss. Reparier den Zug. Ah, da ist eine Gatling Gun. Gatling Gun. Ja, ist es ja eigentlich, ein altes. Für unser Volk. Versuchen wir das so. Der Zug ist fast im Arsch. Alter. Repariert ihr den auch oder schaukelt ihr euch die Nüsse? Scheiße. Anna. Jeder muss sterben, da. Scheiß Raketenwerfer. So, MG gegen MG da. Los, zackig. Oh, Teddybär-Killer. Fight! Nummer 3. Deine Waffe, reicht die? Nein. So ein doof ist doof. So ein doof ist das doof. Das hier wäre eine großartige Stelle für ein paar Befestigungen. Ja, zerstören. Hält eure Ziele! Zerstören. Ich werde sie bereit. Zerstören. Mit Vergnügen. Wer weiß, vielleicht sind hier noch welche. Ja, da hinten. Was gibt's? Reisen jetzt auf! Anna! Ich hab den mit dir! Schon habe ich ihn Kontakt! Unterdrückungsfeuer! Ey, warum, wer schießt denn noch? Hörst du mal auf zu schießen, Junge? Du kommst da nicht hin! Mann! So, gibt's schon mal keine Rekruten mehr, so. Bereit für Befehle! Mit Vergnügen! Gesichtet. Mehrere, sondern ein paar. Legt euch hin und ballert sie von hinten weg da. Wie kann ich helfen? Die Pioniere. Puh, 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 puh. Puh, puh. Lassen Sie hören. Ich werde sie zurückschlagen. Schön ins MG-Feuer. MG ist super. MG ist super. Ich liebe das MG. Die Granaten waren sowieso nicht der Hit. Leider muss ich feststellen, dass es war hier große Eisenmine. Sekundärziel abgeschlossen. Oh, zerstöre diese. War ein Sekundärziel. Ja, gut. Wusste ich gar nicht. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Wir bringen es wieder in Schuss. Ich höre. Schade, dass hier keine Heilung ist. Weg. Weil es dumme ist, wir haben jetzt, Wer ist ein braver Bär? Ich. Alles klar. Truppen verloren, ja, stimmt.
Ich mach mich auf den Weg. Wir müssen eh gleich gucken, wie wir mit dem Zug weiterfahren. Dann nehmen wir die Linie auch nochmal ein. Was auch immer uns weiterhilft. Ja, MG, Jungs. Ihr seid cool. Wir müssen erstmal wieder zurück. Ja, wir sehen's. Gut, dann beweg dich. Wenn du siehst. Das sollte es gewesen sein. Blechkos ist repariert. Werde ich gebraucht? Ja. Der Eisen kann nie schaden. Hier ist Treffpunkt. Versuch doch mich aufzuhalten, dass sie mit der polanischen Eisenbahn reisen. Dürfte ja keine Einheit da sein, keine feindliche. Anna? Wie kann ich helfen? ANNA. Klar doch. Da hinten ist auch noch eine Ölpumpe. Das sind doch bestimmt Feinde. Anna wird es gleich herausfinden. Ja, ich hatte hier, kann ich mal zeigen, dieser Kampf. Ich habe mich letztes Mal mehr auf diese Seite konzentriert irgendwie. Hier hinten waren Feinde. Die habe ich angelockt. Und hier, nee, gar nicht. Da haben sie auch meinen Mörser zerstört, leider. Ach, dieser schöne Mörser. Anna, wo ich bist höre. Du? Ich höre. Ach, du bist noch bei der Pumpe. Ja, Entschuldigung, Anna. Wir müssen ja quasi hier lang fahren. Eine weitere Pumpe für Polania. Das heißt, neue Pioniere, Befehle. Weiche stellen. Eine Aufgabe für Ingenieure. Was und brauchen Sie? Anna, wo bist du denn? Bin unterwegs. Anna und der Knuddelbär. Deckung kann nie schaden. Richtig, voll und ganz. Hast du es richtig erkannt? Deckung immer wichtig. Ich mach mich auf den Weg. Das erste, was man beim Paintball lernt, ist Deckung. Hm. Was keine auch immer Feinde. Uns weiterhilft. Nehmen wir ein. So, genau. Hier habe ich mich ja damals nicht getraut, das einzusammeln, weil hier auch gleich Granaten typisch sind. Das lädt hier auch quasi ein. Ach, ist auch eine Eisenmine. Ey, pass auf, ab Mitte der Map müssen wir bestimmt Pump sehr... schön weiter, kleine Pumpe. Kampfzug ist Pump schön ich weiter, glaub, kleine Pumpe. Jawohl. Das wird die Pumpe machen, Anna. Die pumpt nur für dich. Wie kann ich helfen? So, indem du wieder zurückkommst. Auf sicheren Wege. Die Missionszeit werden wir hier schon wieder nicht schaffen. Also wenn es wieder 45 Minuten oder so... Da bin ich einfach ein zu schlechter Stratege. Ich bin eher so der Typ, der... Oh, was war mal so ein General? Der hat damals erzählt, oder ein amerikanischer General war der Meinung... Ich erinnere mich noch an den Zug, den mir mein Vater gekauft hat, als ich ein Kind war. Ja, ich wollte eigentlich was anderes erzählen. Nicht deinen Zug aus deiner Kindheit. Ich glaube, das war... Iran, hier, Iran, Irak verwechsel ich immer. Egal. Amerika ist irgendwo einmarschiert und zwar immer nur, die haben gezielte Luftschläge gemacht und hatten dann mehrere Jahre, war Afghanistan, einen Guerillakrieg führen müssen. Und der General war wohl damals der Meinung, hatte auch dem Präsidenten vorgetragen, er hätte einfach von Norden angefangen und wäre bis Süden durchmarschiert und hätte alles platt gemacht. Gut. So auf Deutsch gesagt. So wie ich es eigentlich hier in Map mache. Dauert auch lange, aber dann hast du keinen Widerstand mehr. Ob das jetzt so besser gewesen wäre, weiß ich nicht, aber den Weg, den sie ja gewählt haben, war ja auch nicht der richtige. Aber egal. Politik, lass mich damit in Ruhe. So, wir brauchen Deckung für unsere süße Anna. Deckung kann nie schaden. Ich muss mal gucken, ob es mit dem Zug hier sicher ist, ne? Für unsere Zug, Zug, husch, husch. Was gibt's? Na gut. Muss was erledigt werden? Ich schicke euch hier manuell hin. Ja, komm mal her, Leck, komm mal her, Zug, komm mal her. So, jetzt gehen wir nach oben, nach unten. Wir brauchen eigentlich Truppen. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Also hier gibt's ein bisschen Heilzeug. Deckung kann nie schaden. Und da ist nur diese Eisenmine, ne? Zweimal Öl. Da hinten ist was. Ist das ein Gefängnis?
Nur eine alte Fabrik, eine kaputte Fabrik. Ich weiß nicht, ob man das jetzt da machen muss. Bin gleich da. Aber hier wird noch Feinde sein, oder? Sieht nach einem sicheren Ort aus. Ja, die Feinde kenne ich ja schon. Das Problem ist, hier unten ist auf jeden Fall was. Das heißt, ich kann mit dem Zug nicht erstmal hier reinfahren und die da oben platt machen. Aber wir könnten Infanterieparty machen. Komm mal her. Was gibt's? Also wenn wir schon eh anfangen hier alles einzunehmen, weil dann können wir oben die Eisenmine auch einnehmen, oder? Was sagt ihr? Was brauchen Sie? Also ich sag ja. So, wir machen Folgendes. Der gute Gorilla Mac. Was brauchen Sie? Ja, der kommt von Süden. Ach, da ist ein MG. Das ist natürlich scheiße. Ich habe jetzt auch keinen Bock, einmal außen rum zu laufen. Oh, ich dachte, ich habe die MG-Einheit nicht gesehen. Dann hätte das nämlich geklappt. Oder wir machen es anders. Ja? Süße? Nein, das geht nicht. Oh, keine Deckung hier oder was? Fuck it, ey. Lassen Sie hören. Holen dir die. Für unser Volk. Wie geht's weiter? Ganz vorsichtig. Los, komm schon. Ich nehme sie ins Visier. Der Bär von hinten, das ist super. Mörser. Jawollo. Ich will den Mörser haben. Wer dich gebraucht, ihre Zeit ist um. Befehle? Ich bin hier, Bruder! So. Raus damit! Nein! Oh, es ging trotzdem kaputt. Geht's allen gut? Scheiße, ich hätte nur den Bär hinschicken sollen. Wie kann ich helfen? Wenn ich es nicht mitnehme, wird es jemand anders tun. Wäre es jetzt echt gewesen, ne? Nochmal einen schönen Mörser. Wer ist ein braver Bär? Ich. Oh. MG-Schützen stehen bereit. Wir sehen uns das mal an. Greifen wir zu. Ich bin enttäuscht. Sie sagen, was Sie brauchen. Gerne doch. Ich höre. Boah. Es ist mir richtig warm geworden. Ich merke ja gerade, es ist auch richtig warm im Raum. Deckung kann nie schaden. Aber draußen ist ja noch wärmer. Verdammte Axt. 30 Grad. Willst du mich verarschen? Das ist September, Mann. Guck mal auf den Kalender, du Scheißwetter. Bereit für Befehl, Schätze. Das brauchen wir wohl. Mann, hofft man endlich mal auf kühlere Tage? Kann man Let's Plays machen und mit das Kind ist... Mit diesen Eisen können wir noch mehr bauen. Ja, was willst du denn bauen? Oh, warte mal. Neue Befehle? Gut. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte gerade, ey, Horst, ich hätte bestimmt die ganze Zeit eine Basis bauen können. Aber geht nicht. Gott sei Dank. Das wäre jetzt echt peinlich gewesen. Ich krepel hier mit diesen paar Pimmel-Einheiten rum und hätte währenddessen eine Armee bauen können. Dann mal los. Ja, ich höre. Wir machen dasselbe wieder. Anna, wollen wir ein bisschen kundschaften. Ich gehe besser in Deckung. Der Zug kann ja noch ein paar Meter fahren. Aber ich denke mal, ab hier sind es feindliche Einheiten. Wie geht's weiter? Das wird nützlich sein. MG-Schützen stehen bereit. Muss was erledigt. Wir wissen bestimmt, was damit anzufangen. Versuch doch, mich aufzuhalten. Ja, versuch doch, mich aufzuhalten. Ich bin Lech Kosmann. Was kann ich denn? Der Anführer der polanischen Widerstands. Der Nahkampf-Mac benutzt. Er kann sich in einem Feind schnell nähern. Ja. Aber er levelt auch dauerhaft mit auf. Sehe ich das gerade hier? Das ist ja cool. Sie auch. Super. Das ist sowas, finde ich geil. So, Anna. Wie kann ich helfen? Oh, das ist wichtig da. Jetzt kriegen wir eine MG, Jungs. Aber. Ich mache mich auf den Weg. Klar doch.
scheint keine Feinde zu sein. So, Pioniere. Sagen, das können wir auf jeden Fall brauchen Sie. Wir erledigen das. Werde ich gebraucht? Ja, komm mal weiter runter. Ja? Deckung kann nie schaden. Ich gehe besser in Deckung. Erreiche die Brücke. Sieht nach einem sicheren Ort aus. MG-Turb ist fast da. Bringen wir den Zug darüber. Dem Ganzen hier nicht. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Lassen Sie hören. Danke, dass Sie mit der polanischen Eisenbahn reisen. Ich höre. Wer es findet, darf es behalten. Richtig. Da hast du voll und ganz recht. Sie sagen, was Sie brauchen. Warum sollten wir Sie auch den Feind überlassen? Zeit loszuziehen. Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Okay, die haben ihre Verteidigungslinie hier. Ich hätte eigentlich schon gedacht, dass... Also wenn ich das verteidigt hätte, hätte ich hier im Vorposten gehabt. Das gerade hier... Naja, gut, das ist jetzt nicht so super. Hat diese Nadel im roten Bereich irgendwas zu bedeuten? Ja, halt die Fresse. Wir haben genügend Treibstoff für die Mission. So, habt ihr alles? Hey! Achso. Ich dachte, das Spiel ist abgekackt. Da kommen wir niemals durch. Wir brauchen mehr Feuerkraft. Richte deine Basis ein. Sobald wir einige Mechs haben, durchbrechen wir ihre Verteidigung. Das ist zu riskant. Auf der Brücke sind wir ein leichtes Ziel. Richtig. Lechkurs! Sofort aufhören! Ah, Kavallerie. Für dich immer noch Kommandant Kos, Michael. Du kannst Kommandant der polanischen Truppen sein oder den Frieden sabotieren. Nicht beides. Ja? Und wie geht's da voran? Ich höre, Russwirt will die Blockade in ein, zwei Monaten aufheben, wenn wir uns brav totstellen. Verzieht euch lieber, ihr Feiglinge. Mit Schoßhündchen der Russwirts habe ich nichts zu reden. Was hat er da gesagt? Unerhört! Die Bedingungen für den Waffenstillstand sind klar. Keine Aggressionen zwischen Russwirt, Saxony und Polania. Also Saxony. Verschwindet. Keine Aggressionen? Wie etwa in meinem Dorf Dutzende zu ermorden? Die haben meinen Vater getötet. Tut mir sehr leid, das zu hören. Aber Rebellen haben auch sehr viele Russwirts getötet. Sie verstecken sich angeblich in Kolno. Du glaubst diesen Lügnern? Wir haben keinen Fuß in diese Stadt gesetzt. Ist auch egal. Hinter diesem Berg verhungern Menschen. Sie haben geschworen, sie zu beschützen. Ich weiß. Und ich versichere Ihnen, wir arbeiten sehr hart um... Schluss jetzt! Ups. Aus dem Weg! So weit sind wir jetzt. Du willst deine eigenen Landsleute angreifen? Nein, aber ich sorge dafür, dass es noch ein Land gibt, wenn ihr damit fertig seid, mit dem Feind Champagner zu saufen. Wie sieht's aus, Michael? Willst du als Landesverräter sterben? Du gefährdest Polanias beste Chance auf Frieden und nennst mich einen Verräter? Aufhören! Die Bürger von Kolno brauchen unsere Hilfe. Sofort! Sie haben eine Chance verdient. Wir bringen ihnen Hoffnung. Bitte. Euer Kartoffel-Express schafft es vielleicht in die Stadt. Doch dort sind dann überall Russwirts. Aber wenn ihr vorsichtig seid, könnt ihr vielleicht ein paar Mägen füllen. Viel Glück. Drittes Regiment, mit mir! Ich will eine Basis. Und schwere Waffen. Und dass diese Brücke gestürmt wird. Ich will eine Basis. Vielleicht geht's auch anders. Ich will. Dass du den Mund hältst. Ich wollte ja nur... Worauf wartet ihr? Ich will. Zurück an die Arbeit. Neues Primärziel erhalten. Ah, schön. Ich muss mal kurz pausieren. Ich musste gerade bei der Kavallerie, da musste ich da so innerlich lachen. Ich hatte mal vor ein paar Jahren das Buch Krieg der Welten gelesen. Das spielt ja irgendwo 1890 oder so. Da wurde es ja auch geschrieben, so in den Zeitraum. Und da kommen halt die Marsianer und die Menschen haben nichts anderes als, ja, Kanonen
so, wenn man sich so aus, von der Zeit halt kennt, Kavallerie war noch sehr stark. So napoleonische Einheiten, sage ich mal. Vielleicht ein bisschen besser, weil das war natürlich ein paar Jahre später, aber egal. Und die Aliens haben natürlich die geilen Waffen, ne? Und dann kommt der mit der Kavallerie gegen so einen Mech. Ich denke mir auch gerade so, der Mech hat doch so seine dicke Wumme. Was will der mit seiner Kavallerie? Die Pferde scheuchen auf, wenn der schießt. Ach, egal. Ach. Aber das Buch fand ich damals cool. Also ist natürlich jetzt mittlerweile, wenn man es liest, ist natürlich irgendwie, der Schreibstil passt nicht mehr zu dem, was wir heute so lesen. Der Lesefluss ist ein anderer, finde ich. Aber egal, ich fand die Prämisse, finde ich immer noch ganz toll. So, wir bauen eine Basis. Ey, guck mal, wir haben einen Freiwilligen bekommen. Hey, du, hier auch. Hey, hi. Ich habe hier irgendwo, war egal. Muss so. Was erledigt werden? Ja, wir müssen bauen, Junge. Wir bauen Hauptquartier. Und irgendwo gab es noch so eine coole Tastenkombination. Bauen das. Das Ding baut sich nicht von selbst. Kaserne. Das. Bau. Das. Was haben wir noch? MG Außenposten. Ich ahne, dass sie quasi einen Angriff machen. Ach, wie konnte ich denn da wieder drehen? Eins. Und weil ich cool bin, will ich einen zweiten haben. Hey! Den zweiten, verdammte Axt. So. Warum vergeude ich hier meine Zeit, anstatt zu kämpfen? Ich mache nämlich gerade was, was ich immer vergesse. Du kannst mit der Hochstelltaste kannst du mehrere Bausachen quasi planen. Gebäude fertiggestellt. Arbeit. So. Dann müssen wir uns damit erstmal nicht mehr beschäftigen. Lassen Sie hören. Versucht doch, mich aufzuhalten. Was gibt's? Mir nach. So, das heißt, der Zug. Tja. Warte mal, hier oben ist ja noch was. Hä? Ach, hier ist noch. Anna. Wie kann ich helfen? Kannst du es nochmal einsammeln? Ich wollte gerade sagen, habe ich hier irgendwas vergessen? Gebäude fertiggestellt. Neue Befehle für uns? Bis 4. Produktionsgebäude verbessern. Wähle Kaserne oder Werkstatt und irgendwie können sie verbessern. Okay. Und dann kriegen wir wahrscheinlich bessere Einheiten. So, Nummer 4. Bitte einmal Zug fahren. Guck nach vorne, damit ich ihn weiter nach hinten fahren kann. Anna, bist du schon da? Was hast du denn da? Medikit ein großes, ein großer Verbandskasten. Können wir gerade nicht gebrauchen. Wenn ich's nicht mitnehme, wird's jemand anders tun. Richtig, irgendwer wird's tun, Anna. Du weißt es. Weitere Freiwillige? So, verbessern. Was kostet das? Nichts. Unsere Kaserne wird jetzt weitere Möglichkeiten bieten. Das finde ich schön. Gebäude abgeschlossen. Errichte eine Basis, 3 von 3. Auch ein Sekundärziel, Mann. Was will ich alles machen? Das ist einfach unglaublich. Ich hoffe, wir dürfen irgendwo durchbrechen. Da ich Angst habe, von hinten angegriffen zu werden, kannst du... Eins. Zwei. Gebäude-Upgrade abgeschlossen. Oh. Polania stehen jetzt weitere Bauoptionen offen. Neues Sekundärziel erhalten. Neue Verteidigungsanlagen sind bereit. Kanonenposten, der wäre natürlich Hammer. Neue Rekruten. Oh, wir können Mörser bauen. Yeehaw! Mörser, Gatling Gun, Haubitze. Haubitze war auch nicht verkehrt gegen Max, ne? Effektiv gegen Panzerung. Muss in Position gebracht werden. Neue Verteidigungsanlagen sind bereit. Effektiv als Artillerie. Muss in Position gebracht werden, ja. Ah, ich baue zwei davon. Wir können Truppen bauen. Mörserbesatzung ist Werkstatt hier. So, einen davon, einen davon. Kampfbereit. Können wir den auch? Das können wir nicht verbessern, okay. Verbessere Bauer eine Kaserne und eine Werkstatt aus. Haben wir noch gemacht? Mörser hier. Warten auf Anweisungen. Lassen wir es. Ich bin bereit, die Feinde von Lania zu vernichten. Laufen. So, verbessern wir die auch nochmal.
Achso, dann können wir den Zug weiter nach hinten fahren. Für die Mission. Dass wir den einfach ein bisschen weg vom... Auf dem Weg! Da müssen Leute rein? Ein Bunker mit ausgezeichneter Sicht und einem schweren MG ausgestattet. Das ist genommen von Infanterie bemannt werden. Ach, fuck you, ey. Der Letzte macht die Tür zu. Wir sind verteidigungsbereit. Shit. Weitere Freiwillige? Oh, was ist das denn hier? Sanitäter. Sanitäter können freundliche Infanterieeinheiten sowohl während als auch außerhalb der Schlacht heilen. Ich würde gerade... Gebäude-Upgrade abgeschlossen. Ja, nicht schlecht. Gebäude-Upgrade abgeschlossen. Visiere werden ausgegeben. So. Bereit. Ihr seid mein Dreamteam. 7. So, du haben bist... Sie eine Mission für mich? Nummer 8. Und es passt, du bist wieder Nummer 9. Entschuldigung, ich bin dagegen Mikro gekommen. Nummer 7! Mörser hier! Jawohl! Nee, bitte. So. Bringt ihn in Position! Was gibt's? Nehmen Verteidigungsposition ein. Eigentlich kannst du auch. Könntet ihr Viererposition, also ihr beide 4 sein. Gruppe 4. So, Minen muss haben wir gemacht. Werden? Kannst du noch was bauen hier? Keine Ahnung. Ist noch irgendwas Hinterhältiges? Oh, ich find's zum Kotzen, dass man nicht über Gleise bauen kann. Fuck. Ja, vergesst nicht, dass sie hier liegen. Noch ein, zwei Minen. Ich habe Angst, dass die quasi hier von hinten reinschleichen. So. Hoffentlich treten sie noch wenigstens etwas. Oh, Anna ist noch da. Genau, Anna. Ja, das wird nützlich sein. Dann habe ich hier noch irgendwo Eisen liegen lassen. Ach, da. Was brauchen Sie? Besser, wir haben zu viel als Was zu wenig. Was brauchen Sie? Deckung kann nie schaden. Tja, wer weiß. Nachher machen die keinen Gegenangriff und ich habe die MG-Außenposten jetzt hier umsonst gebaut. Wir haben noch einen Slot quasi für... Wären mehr Polanier so entschlossen wie meine Männer, hätten wir längst gesiegt. Kann ich nicht sowieso... Bereit! Scheiße. Ich würde die irgendwie zusammenpacken Mörser wollen. Mörser hier! Kann ich die Mörser wieder rausnehmen? Ja, aber die sind drin. Mist. Egal. So, was bauen wir denn noch? Eine Sache können wir noch bauen. Sanitäter, wollen wir... Oh, ja, hier Nummer 9. Kleines Mini-MG. Was brauchen Sie? Kommen wir auch runter. Ist irgendwas kaputt? Ach, die können wir auch aufwerten. Eine oh, ja! Bedeutet warum nämlich diese Kack-Popel-Max? Wenn wir noch bessere bauen können. Hä, ich hab doch Bauer eine Öl, eine Eisenmine oder eine Ölpumpe aus. Hab ich doch gemacht. Hier irgendwo. Ja? Entwickeln wir diese Mine. Entwickeln wir diese Mine. Fördermenge entspricht Erwartungen. Hab ich doch hier schon gemacht. Kann ich auch hier... Lassen wir es sprudeln. Ja, ich lasse es sprudeln. Abbauarbeiten laufen. Hier, ich date hier alles wird ja. Fördermenge entspricht Erwartungen. Abgedatet, aber irgendwie kriegt das nicht. Ach nee, weil ich die Werkstatt noch nicht ausgebaut habe, ne? Solange nicht alle Feinde Polania... Gebäude-Upgrade abgeschlossen. Ah. Polania stehen jetzt weitere Bauoptionen offen. Geht doch mir. Genau. Gebäude-Upgrade abgeschlossen. Yeah, weitere Bauoptionen. Neue Befehle? Pioniere, kommt runter. Wir machen uns auf den Weg. Ich habe ja nur noch einen Slot frei, Mensch. Was können ich Gebäude-Upgrade das... Gebäude-Upgrade abgeschlossen. Hm? Melden Sie sich hier. Gebäude-Upgrade abgeschlossen. Wo ist das denn da? Zolf. Ein mobiler Bunker, der Infanterie ins Kampfgeschehen bringen kann und mit einem Mörser Störfeuer
auf den Feind lenken kann. Das klingt ja schon mal geil. Ein Mech-Jäger, der Hochdruck-Metallgeschosse abschießt, die die feindliche Rüstung durchschlagen. Okay, Mech-Jäger, okay, okay. Was ist das? Ah, ich kann es nicht aussprechen. Ein Artillerie-Mech, der sich auch gut alleine im Kampf schlägt. Kann in Position bringen, um seine Reichweite und seinen Schaden auf Kosten seiner Beweglichkeit zu erhöhen. Also eine Mech-Artillerie. Hm. Mech-Mörser klingt ja auch schon Porno. Der hat mittlere und der hat mittlere. Ja, alles werden wir wahrscheinlich nicht bauen können, ne? Weil wir jetzt schon hier Scheiße gebaut haben. Schufunterstützung angefordert. Ich baue jetzt den mal. Oh, man sieht hier, entsteht er, ja? In der Werkstatt. Ey. Bin zu langsam. Okay. Da wird jetzt Kohle reingepackt, oder was? Auf dem Bild sieht er ein bisschen anders aus. Das ist doch bestimmt nicht der, der... Okay. Das ist ein Heizofen, ma? Gepanzerter Transporter einsatzbereit. Boah, der gefällt mir. Der gefällt mir. Den finde ich Porno. Genau den brauchen wir. Und wir haben noch im Fall. Dieses Land ist wirklich wunderschön. Ja, deine. Ein Jammer, was der Krieg daraus gemacht hat. Mutter ist auch wunderschön. MG-Top ist bereit! Wo ist mein MG, Leute? Ach, ihr habt noch da hinten rumgelungert. Hier rein, ne? Wir lassen uns gerne mitnehmen. Boah, geil. Ein MG-Trupp ist da noch drin. Mal gucken, ob das jetzt für eine Einheit gilt da drin. Weil hier haben wir fünf Leute oder ob ich da fünf menschliche Einheiten reinkriege. Ja, das wäre zu overpowered, denke ich mal. Warum kriege ich das hier nicht? Baue deine Kaserne oder Werkstatt aus. Habe ich gemacht. Baue eine Eisenmine oder habe ich mehrfach gemacht. Warum kriege ich dieses Sekundärziel nicht? Ihr wird nicht gefaulenzt. Bereit für den Bau von Panzereinheiten. Neue Rekruten. Hier ist dein Geld, können wir tun. Ich habe alles ausgebaut. Oh, die kommen. Einer. Bin beschäftigt. Ich werde sie zurückschlagen. Yeah, Mörser Party. Ich hätte nicht so weit kommen. Oh. Yeah. Es wird Zeit, das hier zu beenden. Richtig. Ich bin noch am Leben. Ich bin auch noch am Leben. Könnt ihr mal den Mörser reparieren? Das haben wir in 0, nichts repariert. Okay. Was ist unser nächstes Ziel? Er ist voll. Nächster Halt, der Sieg. Du bist einfach der Beste, Wojtek. So, Züglein. Kampfzug ist abfahrbereit. Folgt einfach den Gleisen. Oder irgendwas Menschliches hier, wie Anna? Kann ich helfen? Sammel das mal ein. Wird's jemand anders tun? Wir haben genügend Treibstoff für die Mission. Belagerungskanone wird bereit gemacht. Die Kanone kommt nicht weit. Das heißt, sie ist eher defensiv gerichtet. Das heißt, wenn wir angegriffen werden, kann der Zug vielleicht noch ein bisschen unterstützen. Aber das ärgert mich. Warum kriege ich das Sekundärziel nicht? Pumpen habe ich ausgebaut. Kaserne, Werkstatt habe ich ausgebaut. Kann ich noch was anderes bauen? Eine MG-Hütte, ja. Ich könnte noch mehr Kasernen bauen. Hier. Das können wir bauen. Mach ich auch noch. Ist ja doof. So. Wie geht's weiter? Wir tasten uns mal langsam voran, Anna. Da sucht jemand nach Ärger. Ja. Bereit, Polania zu dienen. Es ist soweit. Oh nee, die sind zu langsam. Bereit. Schon unterwegs. Eine Unruhe.
Bunker verbessern? Ich bin einsatzbereit. Kann ich das? Machen wir. Wow! Was brauchen Sie? Scheiße. Hier drüben sind Gegner. Die halten ja nichts aus, die Max hier. Rückzug. Scheiße. Ja. Wie kann ich Polania dienen? Indem du repariert wirst. Feindliche Einheit gesichtet. Wir bringen es wieder in Schuss. Nein, MG Mann! Raus damit! Unter Beschuss! Feindliche Einheit gesichtet. Wurfzer trifft ein. Boah, fuck you, ey. Das sollte es gewesen sein. Das Problem ist, ich kann... Der braucht Unterstützung. Der kann da nicht alleine Party machen. Ihr wird nicht gefaulenzt. Unsere Kaserne wird jetzt weitere Möglichkeiten freiwillig. Sanitätstrupp wird ausgerüstet. Nein, es ist voll. Mist. Erstversorger sind eingetroffen. Wir sind hier, um zu helfen. Alle Systeme sehen gut aus. Ich wollte... Moment. Ich wollte gerade eine Kombi machen mit Sanitäter und MG. Die Jagd auf feindliche Panzereinheiten ist eröffnet. Jetzt habe ich einen Sani. Upgrade abgeschlossen. Polania stehen jetzt weitere Bauoptionen offen. Das piekst vielleicht ein bisschen. Augen auf! Bunker bereit! Hm? Werkstatt hier. Ihr wird nicht gefaulenzt. Eine bessere Werkstatt bedeutet bessere Max. Oh, MGs habe ich. Stehen bereit. Ja, cool. Ja, auf dem Weg. Ah, man kann doch mehr bauen. Die Leiste geht weiter. Super. Warum beschränke ich mich immer so sehr? Waffen geladen und bereit. So. Jetzt machen wir eine Jägereinheit. Muss was erledigt werden? So, Sani und MG. MG-Trupp ist bereit. Ihr seid eine unserer fünf. Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Mehrere Gegner gesichtet. Sieht gut aus. MG ist aber gut wie tot. Wir werden ihn helfen. Nein, nicht den Mörser. Wir haben eine Waffenbesatzung verloren. Feuerschutz. Oh. Ach, Will stirbt. Kommt. Was brauchen Sie? Ach, fuck it, ey. Mörser hier. Versauen wir Ihnen den Tag. Richtig. Was ist? Waffen geladen und bereit. Machen Sie es kurz! Mann. Bereit, sie zur Strecke zu bringen. Ah, kommt mal durch da. Ich dachte, ich hätte was gehört. Es funktioniert. Hallo, Sani, kannst du mal die Leute heilen? Braucht jemand Hilfe? Ja, wir brauchen alle Leute Hilfe. Neue Befehle? Sani? Wir sind hier, um zu helfen. Stehen bereit, um für die Republik zu kämpfen. Stillhalten. Ich sehe mir das mal an.
Soldat. Weitere Freiwillige? Mörserbesatzung ist unterwegs. Ich opfer die jetzt hier. Wir sind hier, um zu helfen. Ist alles in Ordnung? Sie sagen, was Sie brauchen, und wir bauen es. Wir sind dran. Heil den Leck. Pioniere unter Beschuss! Mörser hier. Okay. Warum habt ihr keine MGs? Diese MGs werden uns helfen. Braucht jemand Hilfe? Hier sind wir. Vergeuden Sie alle Systeme sehen gut aus. Im Moment. Ja, dann mal los. Braver Junge, da bist du ja. Der Krieg ist ein hässliches Geschäft. Ja. Bereit, sie zur Strecke zu bringen. Wir können. Okay. Dienstbereit. Mörser, komm zum Mörser. Wir brechen auf. Wie geht's weiter? Ich mach mich auf den Weg. Was können wir tun? Bereit für Befehle. Dass die nicht automatisch heilen, das ist irgendwie voll blöd. Wozu brauche ich denn diesen Fucktrupp? Alles wird gut. Was brauchen Sie? Was, ihr seid schon... Bereit! Mörser neu positionieren! So, ich versuche jetzt, mich langsam mit den Mörsern ranzutasten, so dass wir in der, hier den Leck da wieder heilen können. Dienstbereit! So. Richtet ihn auf sie aus! Und die MG-Leute geben den, Mörsern Deckung. Hilft zwar nur gegen Infanterie, aber... Ja, ja, auf dem Weg. Mist, da kommen sie. Hier, feuert weiter. Ich glaube, ich spiele das Spiel nur noch mit den ganzen Mörsern. Mörserparty. Oh, auf jeden Fall keine Deckung mehr. Ich hoffe, wir kriegen später irgendwo was zu trinken. Wir können es brauchen. Wie kann ich helfen? Ich glaub, was du kannst... auch immer uns weiterhilft. Nee, das wird nicht klappen. Alle Systeme sehen gut aus. Im Moment. Gegner gesichtet. Ich hoffe, es ist nur der eine. Wie geht's weiter? Das kann ich machen. Ja, dann mach mal. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Wow! Ich bin bereit, mein Leben für Polania zu geben. Karl, bitte vergib mir. Bleib uns! Anna, wegen der Sache an der... Warte mal. Was ist damit? Nicht quatschen. Ich kann dich keine Unruhe verbreiten lassen. Oh, jetzt ist er schon wieder im Arsch, oder was? Ich verstehe. Sie greifen sogar an die Dinge. Scheiße. Das wird nix. Los! Ich schieß noch mehr!
Meine... Oh! Alles im Arsch. Rückzug, alles was lebt, zurück. Mach ich sofort. Oh, ey, scheiße. Kampfzug ist abfahrbereit. Ja? Ich mach mich auf den Weg. Lassen Sie hören. Muss was erledigt werden? Ja, da. Das haben wir in 0, nichts repariert. Ah, fuck, ey. Okay, wir machen das anders. Ich will jetzt einen davon, zwei davon. Ach, der Sunny hat überlebt. Wir sind hier, um zu helfen. Wo immer wir gebraucht werden. Noch mehr Sandsäcke gefüllt werden. Vom Sunny bin ich enttäuscht. Ich höre. Alles klar. So, heilen. Machen wir es kurz und schnell. Hilfe ist kampfbereit. Sanitätspersonal bereit für eine Mission. Irgendwelche Befehle? Zeit für feindliche Einheit gesichtet. Bereit, sie zur Strecke zu bringen. Ich glaube, der Jäger-Mac war gar nicht verkehrt. Wird bald Stahl regnen. Davon bauen wir uns noch ein. Mann, das kann doch echt nicht so schwer sein da. Was brauchen Sie? Wir verlegen jetzt das MG. Mörser hier. Reparaturen abgeschlossen. Auf. Die Jagd beginnt. Und was erledigt? Wir bringen es wieder in Schuss. Alle Systeme sehen gut aus. Ah, kein Platz mehr. Fuck. Das sollte es gewesen sein. Oh, dieser Sunny könnte was eigentlich auch sterben. Na, ich versuch's nochmal mit dem. Die Jungs scheinen guter Dinge zu sein. Naja. Na gut, so die gut haben auch für die Defensive zwei Einheiten aufgegeben, ne? Quasi. So, ihr seid schon Nummer 9 repariert. Nein. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Ihr beide seid Nummer 9. Ich hab 3 Mörser gebaut. Bereit! Mörser neu positionieren! Wupsi schwupsi. Ich wollte, Was können wir für Sie tun? Davon 2 haben und 2 Mörser. Jetzt habe ich 3 Mörser. Okay. Idee ist jetzt, das MG quasi mit den Mörsern mitlaufen zu lassen. Damit wir zum Beispiel gegen Infanterie gut gerüstet sind. Mörser hier! So. Nächster Versuch. Obwohl, wir können die Gruppen noch kleiner machen. Was gibt's? Schicken Sie mich in den Kampf. Alles ist wieder gut. Die Mechs sind eine Einheit. So. Nummer 2 kommt hier hin. Die Mörser kommen dahin. Das. Was brauchen Sie? Kommt davor. Setzt das Ding in Bewegung. Jetzt habe ich 2 von denen drum. Neue Befehle? Und dann bist du jetzt meine Nummer 9. Und du rennst hinter den Max hinterher. Alles klar. Geh in Entdeckung. Und Anna. Wie kann ich helfen? Ich gehe besser in Deckung. Und Mr. Sunny. Sanitäter bereit. Brücke hat eindeutig zu wenig Platz. Wie geht's weiter? Fangen wir wieder an, mit Anna ein bisschen immer nach vorne zu laufen. Okay, das reicht ja schon. Dann Mörserparty. Dienstbereit. Mörser neu positionieren. Was können wir für Sie tun? Nach vorne gehen, das kannst du für mich tun. Was gibt's? Versuch doch, mich aufzuhalten. Ja, versuch doch, mich aufzuhalten. Waffen geladen und bereit. Müssen noch mehr Sandsäcke gesucht werden, um zu helfen. So, ich möchte mal einmal Mörser... Mörser hier! Ich kann den Feind sehen. Ja, ich auch. Wirkungs...
Befehle? Hey, Gatling Gun! Jetzt kommen sie auch. Ja, schon im Arsch. Befehle? 7 auf den Mac da. Holen wir den Zug und die Kanonen. Der Tunnel nach Kolno ist nicht weit, aber es wird ein schwerer Kampf bis dahin. Da unten ist aber was. Ein feindliches Hauptquartier haben wir noch vor uns. Wir sind hier, um zu helfen. Nach da drüben? Und die wissen jetzt auch nicht, wo hier noch was ist, ne? Also, nicht so früh mit Vorfreude hier, Jungs. Mädchen. Wir müssen wachsam sein. Der Feind lauert überall. Sei Täter bereit. Einmal den Teddybär. Wie sieht der Plan aus? Hier ist es so gut wie woanders. Alter, dann? Wir sind hier, um zu helfen. Du bist scheiße. Wie geht's weiter? Was können wir tun? Das piekst vielleicht ein bisschen. Rechte Maustaste, ich bin scheiße. Sie sagen, was sie brauchen, und wir bauen es. Okay, hier scheint nichts zu sein. Wir gehen quasi drauf zu. Alles klar, gehen in Deckung. Danke, dass Sie mit der polanischen Eisenbahn reisen. Ein Gegner, und er ist nicht allein. Oh, ein feindlicher Zug. Verdammte Axt. Dienstbereit. Primärziel abgeschlossen. Oh, jetzt hat das endlich mal kapiert. Erstmal die Mörserparty nach vorne. Ich habe jetzt leider keine MGs mehr, so, ne? Augen auf! Sie können das Material ja für was anderes nutzen. Bunker bereit! Sie können das Material für was anderes nutzen. Funkkosten. Ich wollte nicht die Bunker zerstören. Aha. Oh, ich wollte nur, dass die Leute rauskommen. Klingt gut. Oh, Heinrich. Wie zur Hölle das sind wir das nur kommt beim davon, Mörser man macht gelandet. Eine Aufnahme ohne Kaffee. Das ist der Fehler. Ne? Ich habe ja nur so einen kleinen Kaffeeshot am Anfang gehabt, verdammte Kacke. Ich habe eine leere Tasse. Ah! Und bleiben die als Backup. Idee, dass wir hier ins Gebäude gehen und das Feuer auf uns ziehen. Da ist einer! Ja? Genau da! Da drin ist genug Platz für alle. Mörser hier! Ziel erfasst! Er fährt vorbei. Oh nein. Ziel anvisiert! Mörser neu positioniert! Lassen Sie hören! Ja? Gehen wir rein! Okay. Was war das auf der Brücke? Weiß ich nicht, Spaß. Will Onkel Lech wirklich, dass wir auf unsere eigenen Leute schießen? Ich weiß nicht. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Ja, dann wissen wir auch schon mal, wo wir mit der Infanterie hinfahren, ne?
Nummer 9. Wie sieht der Plan aus? Der Zug fährt im Kreis, kann das sein? Hier ist es so gut wie woanders. Ja, da kommt sind Gegner! Und zwar eine ganze Welt! Verdammt! Artillerie! Versauen wir ihnen den Tag! Wir werden hier beschossen! Oh, Scheiße. Ah, die werden sterben! Wir stehen unter Beschuss! Wir haben einen Topf verloren, genau. Davon lassen wir uns nicht aufhalten. Eine unserer Scheiße. Ja, lass keinen am Leben! Scheiße! Boah, was ist denn hier los? Feuer! Anna, Rückzug! Zug! Zurück! Ein Held ist außer Gefecht! Wir haben eine Waffenbesatzung verloren! Jetzt speichert er, ja? Scheiße! Anna! Mach ich sofort! Wir haben eine Waffenbesatzung verloren! Verloren. Wir müssen solide bauen. Polanische Leben hängen davon ab. Man kann nie zu viele Verteidigungsanlagen haben. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Ist irgendwas kaputt? Mech-Zerstörer Wurfzer trifft ein. Geh da mal weg da, ich brauche von Panzereinheiten. Anna! Ja, bin uns feindliche Einheit gesichtet. Wir haben einen Topf verloren. Maschinengewehr, Topf bereit. Hier wieder für Ihre Befehle. Heute sind ja nicht unsere Zeit. Scheiße. Neue Verteidigungsanlagen sind bereit. Der aber auf die Fresse gekriegt. Die kommen gleich zum Gegenangriff, ne? Das ist nämlich der Gag. Die Jagd auf feindliche Panzereinheiten ist eröffnet. Eine gute Feuerstellung. Ja. Halte mich für mögliche Passagiere bereit. Alle anschnallen. Auch du kriegst noch einen MG-Trupp. MG-Schützen werden bewaffnet. Bereit, sie zur Strecke. Die Mechs waren gar nicht verkehrt. Neue Verteidigungsanlagen sind bereit. Boah. Ich glaube, die Folge wird mega lang. Ist mir jetzt aber Wumpe. Wir müssen das jetzt hier packen, ey. Mehrere Gegner gesichtet. Wenn irgendwas getötet werden muss, sind wir die Richtigen. MG. Mehrere Gegner gesichtet. Was brauchen Sie? Feindliche Einheit gesichtet. Muss die Säcke gefüllt werden? Mehrere Gegner gesichtet. Wir sind jetzt wieder einsatzbereit. Wir haben unsere Verteidigungsanlagen ins Visier. Eure Mütze, wenn euch schlecht wird. Puh. Feindliche Einheit gesichtet. Systeme sehen gut aus. Moment. Mehrere Gegner gesichtet. Na, er schießt automatisch. So, wie viel Platz haben wir noch? Ist irgendwas kaputt? Feindliche Soldaten besiegt. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Was war das für einer hier? Artillerie-Mac. Obwohl der schon Artillerie ist, egal. Davon bauen wir einen, davon bauen wir einen. So, ich komme jetzt nur noch mit Max. Scheißer Hund drauf. Bereit, sie zur Strecke zu bringen. Anna muss mit. Bin unterwegs. Wie sieht der Plan aus? Brauchen Reparaturtrupp. Müssen noch mehr Sandsäcke. Ich nehme Trupp 7. Gehen wir mal spazieren. Und weiter.
Die anderen Mechs werden auch noch gut. Weit oder fern, ich erledige sie alle. Mehrere Gegner gesichtet. Ja, weil bevor nämlich die nämlich neue Truppen vorbringen, müssen wir mit unseren Truppen nachkommen. Der stolze feindliche Einheit gesichtet. Feindliche Einheit gesichtet. Ich bin bereit für Befehle. Keine Ahnung, ey. Du bist jetzt 5. Und da. Oder bist auch nicht. Feindliche Einheit gesichtet. 5. Oder auch nicht. Wie kann ich nur dir dienen? Wir werden schon angegriffen, ne? Ah, das macht sie schon. So, Alter. Z. Meine Waffen sind bereit. Gut, bleiben wir in Bewegung. Feindliche Einheit gesichtet. Alle Systeme sehen gut aus. Wir sind gut wie tot. So, dann. Was ist hier? Die machen wir fertig. Wie kann ich Polania dienen? Scheiße, Anna kriegt auf die Fresse. Bitte vergebt mir. Ist so schlimm, tut mir leid. Los, weiter, weiter, weiter. Der Stolz der Republik. Bin beschäftigt. Wer es findet, darf behalten. Oh, der muss auch sterben. Ja, der Gorilla-Mac, da fehlt, ne? So, gleich auf den nächsten. So, Reparaturtrupp. Meine Waffen sind bereit. Mehrere Gegner gesichtet. Ach, Sunny ist auch schon tot mittlerweile, okay. Ah, meine Tochter ist auch da. Hallo Tochterlein, hab dich lieb. So. Das Infanterie, die muss weg. Jetzt könnte man den Sunny gebrauchen. Waren das wirklich schon alle? Nein. Bereit, sie zur Strecke zu bringen. Weiter, 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 weiter. Gepanzerter Transporter einsatzbereit. Ich höre. Ich mach mich auf den Weg. So, wir müssen nämlich da zu den Abschusssequenz einleiten. Was brauchen Sie? Neue Befehle? Das können wir auf jeden Fall brauchen. Ich habe meinen Onkel noch nie so wütend erlebt. Du musst verstehen, er ist ein Kriegsheld. Er ist es nicht gewohnt, angezweifelt zu werden. Oh, er ist da vorne. Er zerstampft die ja, geil. Anna, hol den Leck da. Nummer 4, kümmere dich um die. Man muss einfach viele Mechs bauen. Das ist die Lösung in dem Spiel. Alter, die bauen und bauen. Waffenziel bestätigt. Strafik unter Beschuss. Ich kämpfe für die Republik von Linien. So, du reparierst nebenbei. Scheiße, da muss auch repariert werden. Oh, der Leck ist gleich wieder kaputt, der nervt, ey. So, wo ist meine Reparaturtrupp? Neue Befehle, wir bringen es wieder. Ah, der ist schon im Arsch. Bin beschäftigt. Das kann ich machen. So, reparier den mal. Und Nummer 2. Los, töte die. Oh, Anna ist auch im Arsch. Nicht nur ein Held. Na, super. Ich
Nummer 7. Es ist nichts Aufregendes daran, Ameisen zu zertreten. Waffen angreifen. Okay, Nummer 4 weiter. So. Neue Befehle? Reparier gleich mal. Nein. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Erschießt sie! Alle Systeme sehen gut aus. Moment. Das mit dem Reparieren dauert ja da ewig. Oh, der gab's aber. Okay, nächster. Müssen noch mehr Sandsäcke. Eine unserer Einheiten was? Ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Haben Sie ein Ziel für mich? Abschusssequenz einleiten. Wir reparieren das schon alles im Hintergrund. Es ist soweit. Unsere Feinde sind nicht. Scheiße, ey. Wie sieht der Plan aus? Wir sind dran. Wo bleiben denn die anderen hier? Scheiß auf die MG-Typen, ihr müsst hier die Basis zerstören. Lassen Sie Führung. Los, zerstört die Kaserne, verdammt. Boah. Was ist das denn? Was kommt denn da? Ich glaube, das schaffen wir wieder nicht. Das stört den Megamec da. Nein, die zerstört meine Artillerie. Ich hoffe, es ist wichtig. Ich hoffe, das war jetzt alles, ey. Sie fallen über uns her. Ja, die fallen auch über mich her, du. Ich brauch, Werkstatt hier wird nicht gefaulenzt. Ich brauche einen Sunny. Muss was erledigt werden? Das war bringen es wieder in Schuss. Oh, ey. Panik hier, ey. Wie geht's weiter? Bin gleich da. Geht's euren Ohren gut? Also ich bin durchgepustet irgendwie. Alles ist wieder gut. Wir sind hier, um zu helfen. Hilfe ist unterwegs. Puh, so. Ja? Dann mal los. Ey, hier dürfte jetzt nichts mehr sein, oder? Wir haben das ganze Gebiet zerstört. Bin unterwegs. Ah, sieht gut aus. Das heißt, wir können Zug holen. Wir haben genügend Treibstoff für die Mission. Volldampf! Wir müssen mal gucken, wo wir hinkommen hier mit dem Zug. Es tut gut, mal eine Weile stillzustehen. So kann sich mein Magen wieder beruhigen. Dann mal los! Hier ist ein Gegner. Wir sind hier, um zu helfen. Och, ein Mech ist noch da. Heil die mal hier ganz kurz. Ja? Der Stolz der Republik. Das
Problem ist, es muss ich hier alles reparieren. Das dauert alles zu lange. Ja. Alle Systeme sehen gut aus. Nummer 6. Nimm den noch mal ein bisschen. Haben wir in 0, nichts repariert. Gepanzerter Transporter einsatzbereit. Bereit, sie zur Strecke zu bringen. Gegner entdeckt. Er scheint allein zu sein. Panzereinheit bereit. Abschussequipment. Feuer. Geladen und bereit. Angriff. Bringen wir Achtung, Feindbeschuss. Wir bringen es wieder in Schuss. Boah, der schiebt den Lech quasi weg hier. Boah. Gut, der ist Müll. Wie weit kommt unser Zug? Danke, dass Sie mit der polanischen Eisenbahn reisen. Ziel bestätigt. Sanitäter bereit. Räum da mal ein Mist weg, du Sunny. Das jetzt sollte es gewesen sein. Ist der Mist doch. Wir haben genügend Treibstoff für die Mission. Ich glaube auch, das war's jetzt. Ich glaube, das kriege ich hin. Wenn nicht, habe ich gleich ein Problem. Ich riskiere es jetzt einfach. Wir fahren rein. Schicken Sie mich in den Kampf. Danke, dass Sie mit der polanischen Eisenbahn reisen. Nein! Zurück. Hier ist eine Weiche, die muss gestellt werden. Klar doch. Der Stolz der Republik. Also der Artillerie-Mac, den finde ich cool. Ey, man hat richtig gesehen, wer auf die Infanterie getreten hat. Das hat mir richtig cool gefallen. Also, das fand ich richtig toll. Das war schön. Sie sagen, was Sie brauchen. Infanterie zermatschen, bin ich ein Fan von. Das haben wir in 0, nichts repariert. So. Hast du umgepackt, Anna? Ich habe mir Gedanken über die Innenausstattung gemacht. Und jetzt weg. Was sagt ihr dazu? Primärziel abgeschlossen. Na. Boah. Also Männer, los geht's. Bringen wir diesen Zug voller Hoffnung zu den braven Leuten in Kolno. Möge der polanische Widerstand ewig leben. Yeah! Hurra! Hurra! Sieg! Schwierigkeit Mittel. Oh, ganz schlecht. Okay. Bronze und Silber haben wir noch. So, das sind ja, was ich letzte Folge schon gesagt, benutze die Kanone nicht. Die ist am Anfang sehr wichtig. Benutze keine erste Hilfe, du hast kaum Einheiten am Anfang. Na klar ist das sehr wichtig. Also ich kann mir vorstellen, dass das Cracks, die wissen genau, wo die Einheiten stehen, dann die kriegen das hin, aber da habe ich keinen Bock zu. Da musste das ja 4-5 Mal spielen, das Level. Nee. Gut, das Video ist viel zu lang. Das Outro-Video sehen wir dann nächstes Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.